vorbereitet? Nee, haben wir vielleicht hier? Ja, schauen Sie rein, ein unsichtbarer Stift darf ich Ihnen mal geben, aus Las Vegas. Genau. Wenn Sie einfach mal groß Ihren Vornamen auf den Schein schreiben würden. Ganz groß. Nee, Rainer, darf ich noch mal den Stift ganz kurz? Weil das ist wichtig, man muss vor dem Schreiben, Rainer, immer erst die Kappe abmachen. Schauen Sie, sonst ist das und schreibt dann, ja, ganz gut. Probieren Sie noch mal. Einfach mal richtig ganz groß drüber. Ja. Das heißt jetzt aber, auf diese Art ist der Geldschein von Rainer jetzt unverwechselbar. Das ist also ein Unikat, den kann man nicht mehr aus... Haben Sie das wirklich draufgeschrieben? Oder? Also, das war mehr so ein kleiner Scherz. Also, wieder macht ja nichts. Darf ich mal sehen? Mal schauen. Oh ja, okay, das ist aber nicht schlecht. Das kann man jetzt, glaube ich, wirklich bis hinten erkennen. Rainer? Okay. Ja, Rainer, streng genommen, ich hoffe, es ist keiner jetzt hier, aber also auf Geldscheine so draufschreiben, das ist illegal. Ja, eigentlich. Ja, das ist wirklich, ja. Also, ich meine, ist ja egal. Steht ja drauf, wer es war. Ja, kann man deutlich erkennen. Also, ich frage mich nur, ob der Tritt jetzt noch so klappt. Ich probiere es nochmal. Rainer, ich mache das so Schritt für Schritt, dann können Sie es nachverfolgen. Man faltet das Geld einmal in der Hälfte. Ja, also 10 Euro an den Fingerspitzen zur Mitte. Die Mitte gefaltet. Jetzt sind es noch 5 Euro, Rainer, quasi. Ja, das ist wie in Vegas. Man muss erstmal investieren, das ist klar. Ja. Dann nochmal in der Mitte, dann haben wir hier 2,50. Sie kennen den Trick schon, merke ich. Ne? Also schon ein paar mal. Genau, 2,50 Euro, man kann es sehen. Noch einmal in der Mitte ist es 1,25 Euro. Und wenn man es noch ein letztes Mal in der Mitte faltet, dann ist es... da wird immer weniger. Ja, egal. Und wenn man schnippst... Ja, das sieht hier ganz gut aus. Genau, da am Eck fängt es an. Schauen Sie rein, dann verändert sich das Material so ein bisschen. Man kann es schon erkennen. Ja, genau. Es klappt beide. Ne, Moment, wobei das jetzt dann kein 100er. Was ist das? Ah, nee, ah, ich sehe gerade, das ist ja toll. Super, Rainer, meine Damen und Herren, eine Spendenquittung über 10 Euro. Ja. Ja, und ich merke auch schon, Rainer, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Ich habe jetzt gerade hier so ein bisschen rumgeguckt und den anderen, ne, Rainer, den hat es total Spaß gemacht. Ein freundsüchtiger Mensch, der Rainer. Ja. So viele Menschen glücklich machen für 10 Euro, das musste erstmal. Ja, nee, würde ich sagen, kam gut.